Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Forsch Unleashed. Ganze Macht des Imperiums steht mir zur Verfügung. Gebt jetzt auf, oder ihr werdet vernichtet. Nein. Nee. Komm. Mann, Abgang. Ei. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ui. Ja, auch getötet. Komm. Ui. Irgendjemanden habe ich getroffen. Kumpel. Machen wir noch so. Ah ja. Och Mist. Uiuiui. Auch wenn die super nervig sind, die gehen voll schnell weg. Tschüss. Ach ja, klar. Tschüss. Okay, schön halten und peng. Abfahrt. Ach nee, nicht doch schon wieder. Ich glaube, wenn die da runterfallen, sind sie tot. Ach nö. Schon wieder so ein Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Ah ja. Und. Abgesägt. Einmal schön. Oh nö. Nicht schon wieder. Ey, komm. Weißt du was? Du könntest dich auch mal. Aua. Hat da jemanden getroffen? Ach, schade. Oh, der macht einen Abflug. Weißt du was? Ich mach's anders. Tschüss. Oh, oh. Tschüss. Oh. Kumpel, du bist vor mir gelandet. Das ist nicht so cool. Ui. Endet hier. Naja, das würde ich jetzt noch nicht so unterschreiben. Ah. Okay. Oh, den da. Schießt du? Ach fuck, falsch Knopf. Wer hat da klopft? Ja, komm, schieß. Och komm. Jetzt hab ich getroffen. Na, komm. Ach komm. Tschüssken! Oh ja. Das hat getroffen, hey Hammer. Genau da stehen bleiben! Was? Was muss genau da stehen bleiben? Ach komm, reiß das doch ab endlich, danke. Aber. Oh, nervt das. Nein. Oh, Mist. Schade, ich wollte das Ding haben. Habe ich einen getroffen? No. Aber es riecht stark danach. Ach ja. Ich sehe, glaube ich, das Problem. Ach komm. Ich weiß, glaube ich, wie es gedacht ist. Oder so. Ein Schwertkristall haben wir gefunden. Können wir gleich mal gucken. Zweimal Chaos. Ich finde zweimal Chaos eigentlich ganz nett. Schutz ist zwar schön, aber Chaos ist schon nochmal was für sich.
Oh. Ah ja, Moment. Kann ich den einfrieren? Ja. Oh ja, warte mal. Ich nehme das erstmal ab. Hau dich mal gegen die Wand ein paar Mal. Was ich machen kann, das wusste ich gar nicht. Wenn die jetzt das schießen, kann ich die einfach einfrieren. Okay, gut. Ich habe mich selber eingefroren. Ganz toller Käse. Okay. Dann halt so. Ultimate Power. So geht das auch. Schade, dass er jetzt hier nicht einfach so durchrennen kann oder so. Ach, das seid ihr. Hallo. Ich bringe euch nochmal Fliegen bei, in einem ganz anderen Kontext. Oh. Ey. Tot bist du trotzdem? Ach Gott. Was war's? Oh, den habe ich schön rausgehauen. Oh, der eine hat sich sogar hier reinfeuert. Gibt Sachen, gell? Ach nö. Oh. Das ist ja mal innovativ. Er darf unter keinen Umständen zur Erde. Wie machen wir das mit euch? Abflug. Ich kann die trotzdem hier rumschmeißen, wie ich Bock habe. Ah. Sorry. Ach Gott. Oh, nicht schon wieder so einer. Hier ist so ein Scharfschütze wieder unterwegs. Ach nö. Nee. Ah, moin. Ihr seid am besten dran heute. Für euch habe ich immer eine Sonderbehandlung. Sehr schön. Hey, komm bei uns. Aua. So, den trifft's. Grundsätzlich gibt's auf die Guschen. So, hoch. Und drauf. So. Jetzt kümmern wir uns um euch. Aua. Okay. Jetzt fühle ich mich schon besser. Oh. Ich bewerfe ihn einfach die ganze Zeit mit seinen eigenen Leuten. Ah ja. Ah ja, hey. Danke. Nervt nicht. Und du bist weg. Okay. Schneller Sprung. Oh ja. Den habe ich schon mal gut wehgetan. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit zu. Ihr wisst ja, in der Sequenz kaputt zu machen. Lass mir das lieber. Ciao! Macht Upgrade verfügbar. Was ist denn hier los? Es war dumm, mein Angebot abzulehnen, jetzt mit Gewehr. Och nö. Alter, okay, das tut weh.
Das wusste ich nicht. Nein, wirf doch das dumme Ding! Beide! Oh ja. Oh ja, oh ja. Warten, bis er keinen Bock mehr hat. Und jetzt hier. Bad. Oh ja, jetzt habe ich Bock. Hey Kumpel. Wenn einer ihn trifft, reicht mir das schon. Und gleich alle. Ach, schade. Also den einen kann ich meistens abwehren. Nicht, Alter, der ist so fucking laut. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Was? Nö. Zack, zack, zack. Treffer. Und jetzt? Muss ich alles wieder neu machen oder was? Alter. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Was ist denn das für ein Kack? Der schießt 4 Stück, ich kann nicht eine abwehren. Kann ich irgendwas machen? Lichtschattwurf könnte ich verbessern, das wäre gar nicht mal so schlecht. Machen wir doch mal den Lichtschattwurf. Es war dumm, mein Angebot abzulehnen, denn es müssen wir sterben. Also eben hatten wir ja irgendeine Sequenz, was wir hätten machen können, aber... Zap, 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 zap. Oh ja, direkt kaputt. Können wir auch hier hinstellen. Oh ja, moin. Tschüss nochmal, komm. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ah ja, gut, okay, das... Hätte ich beim ersten Mal richtig gemacht, dann wäre es gleich besser. Treffer. Dann stelle ich mich mal hier hin. Locke wieder. Na komm. Oh ja, ich darf ihn gleich wieder weghauen. Batz. Der zweite weg. Und wir kommen auf die andere Seite. Habe ich das so richtig verstanden? Rollins noch 0. Perfekt gemacht. Das ist der richtige. Oh ja. Yeah. Gegen Kota. Oder einfach in die Falle zu Kota. Und Kota ist noch gar nicht da. Zumindest wirkt es so. Wirkt es so. Da hinten ist, was es hier holen kann. Wenn wir Lust hätten. Wenn wir Lust hätten. Jupp. Da wären wir. Oh oh. Ich habe Sorge. Vor einem lauten Ton. Schickt den Gorok.
Aber, mein Lord, die Arena-Absperrung. Sie wurden noch nicht getestet. Öffnet das Gorok-Tor. Sofort! Oh oh. Setz diese Runde ruhig aus, General. Bei der Macht. Ich wusste, dass du lebst. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Er müsste zwei Schwerter haben. Warum habe ich das nicht gleich gewusst? Ein Rancor ist zu klein. Ich habe das Gefühl, er mag uns nicht. Ich glaube, er mag uns wirklich nicht. Bitte sag, dass du noch denselben Com-Kanal verwendest. Ich höre euch! Du kommst gerade recht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch... Keine Zeit, General. Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, aber es ist groß. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut beobachtet für einen Blinden. Und wie kann ich es töten? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kannst. Das ist... Ich habe so eine Vermutung. Wow. Vorsicht. Au. Okay, wir müssen seine Movements kennen, ja. Wir schmerzen ihn ein bisschen. Ja, ich wollte gerade zur Seite. Hallo? Okay. Grundsätzlich bin ich viel zu weit weggegangen. Ich verfolge den Baron. Er ist zu wichtig, um ihn entkommen zu lassen. Wie soll ich das Ding denn verletzen? Versuch, diese Handfesseln aufzuladen. Versetz ihm einen ordentlichen Schock. Oh. Hey, Schätze. Du musst deine Handfesseln beschädigen. Was mach ich denn? Gib deine Hand. Oh ja. Und... Ach ja, das muss passieren. Damit hast du noch eine Hand. Oh. Und einen ekligen Atem. Wieder zu lahm. Nope. Du musst deine andere Hand fesseln. Okay. Ich hab volle Power. Hat nicht geklappt soweit. Ach Mist. Deine andere Hand nicht. Ja. Ich kann ja seine Hand nicht wegschieben. Ich weiß nicht, wie das jetzt sein soll. Alter, der hat mich trotzdem getroffen, oder was? Er hat noch eine Hand frei! Also, eben wurde es ja einfach so ausgelöst. Ich muss springen, wenn er mich versucht anzurübsen. Der hat mega Mundgeruch, der Typ. Also, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Handfesseln! Schlag sie kaputt!
Okay, schlag sie kaputt. Sie an die richtige Stelle. Okay, batz. Okay, gut, man muss einfach nur die ganze Zeit auf die Hand schlagen und sowas. Oh, oh. Ich glaube, er ist sauer. Und jetzt? Ich bin gleich tot. Okay. X. Nochmal. A. B, okay. X. Oh, hey Kumpel. Du hast ihn verletzt oder verärgert. Wie auch immer, mach weiter so. Ah, nein. Das geht in die... Oh, oh. Oh, oh. Da wollte ich ihn gerade haben. Oh, ins dir sichtende. Ei. Bubi, hör auf. Bubi, benimm dich. Tja, jetzt gleich zweimal hinterher kloppen, gell? Oh, ich wurde getroffen. Können wir gleich hochspringen, wenn er die Hand drauf batscht. Alter, der wird ja mal schneller. Au! Was hat er getan? Oh oh. Batsch. Ich ärgere ihn mal ein bisschen. Kann ich so weit mit der einen Hand schlagen, ich sehe. Au. Au. Okay, sehr schön. Das müssen wir vermeiden. Nee. Das geht bei ihm nicht anders. Jetzt müssen wir nur ganz weit nach links. Dann können wir ihm auch wieder wehtun. Jetzt versucht uns natürlich mit der Hand wieder weh zu tun. Wir hauen wieder drauf. Er versucht halt immer das Gleiche, ne? Ah ja. Sehr schön. Ach komm. Die ganze Zeit wegzuhauen, aber. Oh, komm. Komm mal vor, hässlich. Hau auf damit. Oh ja, jetzt habe ich ihn verärgert. Zieh auf die Fesseln! Oh ja, jetzt haben wir's. Ich glaube, man muss ihn echt verärgern, wenn man den auf den Kopf haut oder so. Zurück. Ja, hab ich verstanden. Übrigens, der Oberarm von dem sieht eklig aus. Ich glaube, er ist sauer. Du musst beide Hände erwischen. Ja, habe ich verstanden. Ich glaube, ich hab das Prinzip jetzt ganz gut verstanden durch Blick. Es ist leicht geschafft. Passt. Schieb einfach die Ketten zurück. Oh ja. Kann ich mal springen bei ihm?
Hey, Kumpel. Komm, kannst du das nicht packen? Wie ist denn das? Ich wollte es doch gerade packen. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt. Okay. Aber bin gleich nochmal wehgetan. Eins. Zwei. Eins. Und jetzt gibt's gleich voll auf die Kuschen. Abwarten. Batz. Batz. Hab mir schon gedacht. Oh, oh. Er macht das ab. Er macht das ab. Oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Ich hab vergessen, ich hab das eine nicht gesehen gerade. Ja. Runterschneiden. Ach ja. Ich glaube, der ist tot. Oder so. Oder er hat keinen Bock mehr. Au. Ich glaube, der ist mega pisst. Zum Glück ist er auf einem Planeten, wo wir eigentlich nicht hin müssen. Also, wo es total interessant ist. Hallo, Püppchen. Ah. Oh, der kann klettern. Wir können das Ding nicht bändigen. Wir müssen es außer Gefecht setzen. Wie? Ja, genau. Das ist eine hängende Sache. Sieh mal, was du mit den Pfeilern machen kannst. Aber dann würde hier doch alles einstürzen. Hast du eine bessere Idee? Im Moment nicht. Nein. Au. Oh, oh. Hey, Jungs. Ja, schön, euch gesehen zu haben. Aua, mich hat er mitgezogen. Hallo? Jetzt, dumme Frage, wie komme ich weiter? Ich wollte gerade nach links ziehen. Ich glaube, er will mir was sagen. Zeig ihm, was du drauf hast! Die Pfeiler zum Absturz bringen. Ich habe nicht verstanden, was ich machen soll. Was? Hab keine Ahnung. Der rupst mich die ganze Zeit an und keine Ahnung. Halt ihn auf! Bin tot. Nicht ganz. Der zieht immer wieder seinen Arm durch. Jetzt sind wir tot? Nein. Jetzt sind wir tot. Es ist echt schwer hier zu sterben, habe ich gerade das Gefühl. Ja, wenn wir ihm Schaden machen. Irgendwann ist aber auch unser Glück vorbei. Warte mal, müssen wir ihn auf den Pfeiler hauen lassen? So eine vage Vermutung. Ah, man muss ihm einfach die ganze Zeit wehtun. Der ist der, der am meisten Bock hat. Oh. Danke. Ich glaube. Nee. Ja, wir sind tot. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll.
Was ist das denn? Ich meine, der haut jetzt hier drauf. So, habe ich es schon. Muss ich den runterschubsen? Ich hab keine Ahnung. Muss man hier irgendwas kaputt machen mit ihm? Halte ihn auf! Ja, wie denn? Du Scherzkeks. Muss ich die ganze Zeit draufkloppen oder was? Oder muss ich hier irgendwas anderes? Zeig ihm, was du Warte mal. Hast. Oh, das war sein Gesicht. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man muss. Ich hab gedacht, man muss irgendwas kaputt machen. Weil es hieß, wir müssen das Ding hier zum Absturz bringen. Bewegt sich was. Fällt an. Au. 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 Kannst du aufhören, mich so zu bewerfen, Diggi? Oh ja, den haben wir jetzt aber gut getroffen. Jetzt kommen wir nach rechts. Leute, ihr seid ganz schlecht hier. Ich sag euch nur, ihr seid ganz schlecht beraten, hier zu sein. Oh. Wollen wir raten? Der hat Bock, uns wegzukommen, oder? Ach, wir müssen hier hoch. Okay, okay, okay. Der macht den Pfeiler kaputt. Heidewitzka. Oh ja. Wir müssen halt einfach nur die ganze Druck mitnehmen, bis er weg ist. Jo. Lass das Ding fallen, passt schon. Wir sind irgendwie abgehauen, keine Ahnung. Okay. Alter, was? Wie viel haben wir gerade getötet? Und warum ruckelt das so? Aua. Oh ja. Der Lichtschattwurf, der tut mega weh. Zeig ihm, was du drauf hast! Abfahrt. Aua. Was war's? Take this! Hä? Der soll doch werfen. Warum wirft der Hayo denn nicht? Jetzt. Ich glaube, der ist da unten. Aua. Mich hat zwar hart getroffen, aber hey. Ach, fuck. Ich vergesse mal. Ja, perfekter Treffer. Ich würde sagen, da ist der Weg freigemacht. Und wieder hier hoch. Ich glaube, der will jetzt gerade noch die imperialen Truppen töten. Au! Der soll sich mal beruhigen, der Bruder. Die Camp ist wieder kacke. Alles gut. Oh ja. Jetzt, Abfahrt. Lass los, Kumpel. Nummer 3. Ich glaube, das Ding landet gleich unten. Ah, lass mich ab, wir müssen hier hoch. Das mit den Jumpen hier ist nicht so geil.
Hallo. Den töten und der Rest fliegt durchs Fenster. Oder... Die Monster, die ich rief, wa? Ich... Nein! Hab's. Das ist nicht so geil. Oh Gott. Beeil dich! Und schneller. Schneller, schneller, schneller. Kota überlebt das. Kota überlebt dies. Hi, Kumpel. Kannst du mit dem Takt aufmachen? Du fällst nämlich ellenweit in die Tiefe. Oh oh. Abfahrt. Und... Ciao. Ciao. Okay. Alter, wir sind schon bei 36 Minuten, das ist ja unglaublich. Alter, dieser Kampf ist aber zu... gut gerade. Hey Kumpel. Lass doch mal Kota in Ruhe, danke. Oh, schon wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, wir sind schon da. Lost. Ich komme nicht frei. Okay, also schon wieder. Mach Sachen, Alter. Was sagt der Kota? Ja, ich komme nicht frei. Ja, warum wohl? Ich glaube, er lässt ihn los. Der hat aber verkümmerte Beine. Und Schützgen. Ach so, einfach schneller sein. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Da muss ich müde den Kopf schütteln einfach. Was ist das, Alter? Das ist Speed oder was? Was ist das? Das ist nicht so geil, wenn der einfach da durchfliegt wie sonst was. Muss ich echt zugeben. Du weißt nicht zufällig einen Ausweg, oder? So weit hatte ich nicht vorausgedacht. Hoffentlich erreicht sie uns rechtzeitig. Ich weiß nicht. Was? Die Rebellenflotte ist verstreut im Outer Rim. Ich habe den Kontakt zu ihrem Schiff leider verloren. Deine Allianz ist auf der Flucht und ich habe einen Trupp verloren. Aber jetzt können wir gegen das Imperium kämpfen. Wir brauchen einen großen Schlag, um die Truppen zu sammeln. Ich bin nicht er. Ich mag blind sein, aber immer noch mit der Macht verbunden. Hör mir nicht zu. Ich bin nicht Starkiller. Ich bin ein Klon. Ich wurde gezüchtet in einem Glas als ein Ersatz. Hat dir Vader das gesagt? Ja. Das glaube ich nicht. Niemand klont einen Jedi. Bislang zumindest. Und ich spüre, wie stark du bist. Wir können diese Stärke einsetzen. Ihr kennt mich nicht. Und was ich auf Kamino durchgemacht habe. Kamino? Wenn du der Allianz Informationen über die dortigen Kloneinrichtungen geben würdest, könnten wir einen großen... Nein! Ich will nur ein Ort, um über alles nachzudenken.
Zum Meditieren. Zum Verstecken? Bis ich sie finde. Wir sind im Krieg und du willst einen Ort zum Denken? Die Allianz wird zerstört werden, während du durch die Wälder auf Kashyyyk oder die Höhlen von Dagobah spazierst? Die Galaxis stirbt und du findest dich selbst? Wovon redet ihr da? Oh. Ich weiß nicht. Nichts. Geh, wohin du willst. Nimm einfach das Schiff. Es war sowieso immer deins. Lass mich am nächsten Raumhafen raus, bevor du dich in den Sternen verlierst. Junge. Das überflüssigste Gespräch ever. Also, sorry. Muss man einfach so sagen. Und jetzt einmal schon Englisch. Er hat einen schönen Vorsprung. Findet die Frau und bringt sie zu mir. Er wird folgen. Ich brauche eine Schwadron Sturmtruppen. Sie werden nicht wiederkommen. Das Imperium wird bereitstellen, was ihr benötigt. Das reicht. Und wir landen auf Dagobah. Wie es mir, wie es aussieht. Ich will jetzt mal schwer behaupten. Oder Kashyyyk, eins von beiden. Und dann sehen wir uns in der nächsten, hoffentlich auch kürzeren Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.